Hallo und herzlich willkommen an den Monitoren da draußen. Ich bin Max Snake, ich spiele mit euch It's Munchies. Und ich habe versucht, zwischendurch schon mal wieder eine neue Aufnahme zu machen. Das ist grandios nach hinten losgegangen. Deswegen versuche ich es nochmal. Wir waren bei den Spooky Caves stehen geblieben. Und ihr seht hier zwei neue Abschnitte, Windy Peaks und Mystery. Der Entwickler hat durch einen Patch zwischenzeitlich das Spiel weiterentwickelt. Unter anderem um so Dinge wie Errungenschaften, die mir jetzt noch nicht so richtig viel zusagen. Aber nichtsdestotrotz, wir spielen Spooky Caves. Wir waren mit dem fünften Level fertig, haben 6 und 7 noch nicht gespielt gehabt. Die habe ich versucht, in der letzten Aufnahme unterzubringen. Das hat, wie gesagt, nicht geklappt. Deswegen spielen wir das nochmal. Und während wir dem Hirnbrokkoli dabei zugucken, wie er brutzelt, kann ich ja vielleicht nochmal kurz die Information reinstreuen, dass es von Eats Munchies tatsächlich einen ersten Teil gibt. Das, was ich hier spiele, ist der zweite Teil. Ich werde mal versuchen, ob ich irgendwo Filmschnipsel vom ersten finde, die ich euch dann mal so zum Fraße quasi vorwerfen kann. Gut, nichtsdestotrotz. Wir wollen diese Level schaffen. Ich mache es jetzt mal so unspannend wie möglich. Ich weiß aus vorherigen Tests, dass diese Konfiguration in etwa funktionieren tun tut. So. Da wird der kleine Munchie jetzt hier rüberlaufen. Alles wird schick. Ne war. Na, die muss er fressen. Genau. So, dieses war das erste Level, was es nachzuholen gilt. Das zweite Level, was es nachzuholen geht, gilt, ist dieses hier. Was ihr nicht wisst, ist, dass dieser Flippy-Fungus unser Level quasi auf den Kopf stellt, wenn wir ihn essen. Ja. Weswegen wir das jetzt einfach mal angehen werden hier. So. Seht, was passiert. Unten ist oben und oben ist unten. Nichtsdestotrotz haben wir unsere Tochter. Unsere Flipperdingsbums. Und jetzt geht's tatsächlich dann auch weiter. Gut, wir haben wieder einen Flippy-Fungus, den wir dieses Mal nicht selber setzen können. Ich habe nicht den blassesten Schimmer, wie wir hier weitermachen sollen. Aber nichtsdestotrotz brauchen wir wahrscheinlich dieses Ding hier. Und ich habe keine Ahnung, wir schauen mal. Wir schauen einfach mal, was passiert. Zack. Zack. Okay. Da ist er uns aus dem Bild gesprungen. Das heißt, wir brauchen den zweiten Flippy-Fungus anscheinend irgendwo hier. Versuchen wir das doch mal. Nein! Er ist weggerollt. Was soll das denn? Das ist doch totaler Käse hier. Scheißendreck. Nochmal. So, jetzt ist er liegen geblieben. Hervorragend. Ja, so und so. Und rausgehopst. Und Torte gefressen. Hätten wir den jetzt noch ein bisschen geschickter postiert, hätten wir den zweiten auch noch gekriegt. Haben wir nicht. Kriegen wir nicht. Deswegen muss das jetzt erstmal helfen. So. Ach, herrje. Wie gehen wir denn hier am besten vor? Wir gehen so, 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 hopsen darüber. Und dann? Ha? Und dann? Und dann, und dann, und dann? Und dann, und dann, und dann setzen wir uns hier so ein Ding hin. Setzen wir uns hier so ein Ding hin. Zack, zack, zack.
Zack. Das hilft uns alles nicht so richtig viel, ne? Wir müssen ihn wahrscheinlich direkt am Anfang hier einmal drehen. Wir versuchen es mal. Was kostet denn die Welt? Oh. Das kostet uns die Welt. Das ist ja nun mal maximalst ärgerlich. Wie wäre es dann, wenn wir das Brett ungefähr da so postieren? Und los. Nicht springen, nein. Ach du Scheiße. Gut. Bringt auch noch nicht so richtig viel. Wie wäre es denn, wenn wir den Flippy Fungus hier hin tun? Da passiert auch nicht so richtig viel dann, ne? Gut, aber dann können wir vielleicht das Brett wegnehmen und das hier hin tun. So. So. So, nicht springen. Scheiße. Das sieht doch wie eine tolle Stelle für so einen komischen Pilz aus. Ja. Weil, ihr seht, haha. Ich könnte nicht sagen, dass das so gewollt ist. Oh, ich habe neue Items im Puzzlemaker gesperrt. Okay. Aber Geduld nicht auf die Probe. Aber ein Mystery Puzzle. Was auch immer. Das mit diesen Mystery Puzzles, das muss ich bei Gelegenheit nochmal rausfinden. Das ist keine Ahnung, was das sein soll. Okay. Plumpo. Hat ein leicht zu vergrößerndes Ego. Aber will ständig Aufmerksamkeit haben. Oder so. Was passiert denn mit diesem Ding? Aha. Guck an. Dann kann ich mir auch ungefähr vorstellen, wo der zweite hin muss. Ungefähr hier hin. So, dann können wir nämlich mit dem das Ding da rausschubsen. Hier können wir den Pilz durchlassen. So, und jetzt wo Eats wieder rumhopst, wird er den Pilz nämlich auch fressen. Alles wird sich drehen. Alles wird schick. So, super. Wir haben sogar zwei Dinger eingesammelt. Ganz hervorragend. Hier steht es auch nochmal. Wale können auch Dinge einsaugen, die nicht Eats sind. So, hier sehe ich jetzt ehrlich gesagt das Problem nicht, aber ich denke, es geht hier tatsächlich hauptsächlich darum. Alles einzusammeln. Und ich denke, wir werden hier gleich diesen Elefanten mal ein bisschen größer machen. Nein. Nein, nein. Spoing, spoing, spoing. Wir haben einen Hüpfe-Elefanten. Na, ganz großartig. Was uns jetzt aber auch überhaupt nicht weiterhilft. Was wir machen können, ist, dass wir ihm das Brett auf den Kopf setzen. So. Und dann passiert die Original gar nichts. Das ist ja auch Mist. Okay, wir müssen dieses Brett also ein bisschen drehen. Drehen das Brett. Was nicht geht. Okay. Okay. Dann versuchen wir mal was anderes. Wir nehmen das Brett wieder weg, weil das Brett ja sowieso stinkt. So, und jetzt. Huch. Immer ganz weggeschubst. Das ist ja auch nicht so richtig Sinn und Zweck der Übung. Um Himmels Willen, wie kommen wir denn hier weiter?
Jo, könnt natürlich das Brett hier hinsetzen. So. Aber dann kommt Eats nicht durch. Das ist ja auch scheiße. So, dass wir den darüber zaubern, das klingt aber erstmal irgendwie ganz plausibel, finde ich. So. Kann man hier nämlich vielleicht noch einen zweiten Keks da. So. Hilft uns hier aber immer noch nicht, oder? Nee, hilft uns überhaupt nicht weiter. Dieses blöde Brett nervt. So. Nee, jetzt ist er wieder da unten drin fest. Ich weiß doch nicht. Was sagt der Tipp denn? Der Tipp sagt, da soll ich das Brett hin tun. Und dann. Und dann und dann und dann. Ja, man muss es den Entwicklern lassen. Oder dem Entwickler. Ich weiß gar nicht, ob es einer ist oder mehrere. Sie haben da schon auch die Schwierigkeit entsprechend hochgesetzt. Ich denke, hier müssen wir tatsächlich das Brett dahin setzen, um diesen albernen Elefanten hier die Lore da hochzuschubsen. Ne? Ne. Das ist doch irgendwo Mist. Ja, das sehe ich selber, dass ich das so machen muss. So. Ich glaube fast. Genau, ich muss es so rum machen. Dass der Trolley hier quasi runterkommt. So. Dann hat jetzt hier Nummer 2. Und vielleicht können wir diesen Elefantendienst hier auch noch zu irgendwas gebrauchen. Zwar nicht so, gerade nicht so ganz klar, wofür. Aber vielleicht, wenn zwei drin sitzen, springt Eats vielleicht drauf. Oder auch nicht, gell? Der haut direkt ab. Das ist doch Mist. Was soll ich hier tun? Helft mir. So, wir fahren hier mit der Kiste runter. Fahren wir die Kiste hier rüber. Dann springen wir auch nur das da weg. Oder müssen wir gar Eats hier rüber bewegen, damit er von hier aus an die Torte springt? Aber wie auf der anderen Seite kriegen wir ihn hier hoch? Tja, das sind alles Fragen. Nee, so geht's auch nicht. Tja. Da müssen wir uns jetzt mal was anderes einfallen lassen. So, also, wir müssen das hier irgendwie anders machen. Müssen den schon irgendwie darüber kriegen, damit der das hier runterschiebt. Soweit, so gut. Versuchen wir mit dem Elefanten. Dämliches Dummviech. Versuchen wir hier. Genau, das zweite. Ich denke halt, hier kommt es echt nur aufs Timing drauf an. Und das werde ich jetzt mal versuchen. In dem Moment, wo er springt. Na. Das war sich Mist.
ganz gros malheur de kack, wie man so schön sagt. So, also. Ich versuche jetzt nur das Timing hinzukriegen. Ich glaube nämlich, ich muss ihn anstupsen, sobald er in der Luft ist. Aber das hinzukriegen, ist gar nicht mal so einfach. Carbonivar sein hier. Boah, Leute, das wird ja eins der nervigsten Levels überhaupt. Ich krieg Schmacke von. Aber so richtig plack. Blöde Elefant auch noch aus seiner Lücke rausgekommen. Nee, ich muss früher. Früher. Oh, Gott sei Dank. So. Das war's. Mann, das Level, das werde ich auf gar keinen Fall nochmal machen. So. Ich glaube, wir sind im letzten Level. Im Prinzip müssen wir Itz jetzt hier nur rumkriegen. Ich denke mal, dass diese verblödeten Elefanten hier völlig im Weg stehen. Den Sprung dürfte er schaffen. Dafür braucht er hier eine Pfeffer. So. Ach, guck an. Ja, nee. Das ist ja nun totaler Mist. So. Gut, wenn wir einen Pepper verlieren, ist das schon nicht so wild. Einen von diesen Glibberdingern. So. Freunde. Das war hart. Aber wir haben es geschafft. Yippie-yay. Und das nächste Mal heißt es Windy Peaks. Eines der neuen Level, die in der Beta jetzt neu sind. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Verbleibe bis zum nächsten Mal mit meinem ewigen Ratschlag. Zockt viel und zockt schön. Bis die Tage. Macht es gut, euer MaxSnake.